schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe fleißig gesammelt und drehe sehr, sehr gerne dieses Video heute für euch ab. Als kleine Inspiration für euch, ich selbst schaue Aufgebraucht-Videos auch sehr, sehr gerne, weil es mich interessiert, was die jeweilige Person so verwendet, wie sie die Produkte findet und vor allen Dingen, weil es für mich auch als Inspiration dient. So komme ich nämlich oftmals auch zu Produkten, die ich vorher noch nie gesehen habe, die ich noch nicht kannte und dann selbst eben auch sehr gerne ausprobiere. Wir starten durch hier und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Ihr hattet mich übrigens auch gefragt, ob ich nicht mal ein Aufgebraucht-Video zu meinen Reinigungsprodukten abdrehen könnte. Das kann ich natürlich sehr gerne für euch machen. Ich sammel dann schon mal und drehe euch das Video gerne ab. Ihr könnt aber in der Zwischenzeit, wenn ihr möchtet, auch meine Vlogs schauen. Da seht ihr dann auch immer, was ich so kaufe an Haushaltsprodukten. Dann sammle ich in der Zwischenzeit ein paar Sachen und drehe euch sehr gerne das Video ab. So, jetzt kommen wir aber hier zu den aufgebrauchten Sachen. Ihr hattet mich auch gefragt, beziehungsweise mich gebeten, die Dinge zu zeigen, die meine Männer so aufbrauchen. Und da habe ich jetzt hier diese Produkte aufgehoben, beziehungsweise die leeren Teile. Und zwar verwenden meine Männer immer Head & Shoulders hier. Ich frage mich gerade, warum ich alle vier aufgehoben habe und nicht nur eins. Sie lieben dieses Shampoo, es duftet unglaublich gut. Allerdings verwendet mein Mann ein anderes, aber alle anderen Jungs verwenden dieses Produkt hier. Einer meiner Jungs verwendet auch Haarspray, die anderen verwenden diese, wie heißt denn das, Haarpaste, kann das sein? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich verwende ja zum Beispiel auch kein Haarspray. Aber der Moritz liebt dieses Haarspray hier und es darf auch kein anderes sein. Von Balea ist total günstig, im Gegensatz zu diesem hier. Das hatte ich mal in einer Beautybox und dann habe ich es ihm hingestellt, dass er das aufbrauchen kann, aber er hat wirklich ewig gebraucht. Also er sagt auch, dass es überhaupt kein Vergleich zu diesem hier ist, was mich natürlich total freut, weil es, wie gesagt, um einiges günstiger ist. Ich habe dieses Shampoo hier aufgebraucht von Desorge. Das hatte ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Vom Geruch der absolute Wahnsinn und von der Pflegewirkung her. Also ich war wirklich total zufrieden. Aber wie es immer so ist, wenn man was gefunden hat, dann nehmen sie es aus dem Sortiment. Ja, sei es drum. Ich habe als nächstes dieses Produkt hier aufgebraucht von L'Oréal El Vital. Öl Magique nennt sich das. Und zwar habe ich mir das immer in die Haarspitzen. Ich habe tatsächlich schon das Nachfolgemodell. Die haben nämlich die Formulierung etwas geändert. Und ihr werdet ewig was davon haben. Also ich habe das jetzt bestimmt 1,5 Jahre hier zu Hause gehabt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich auch im Wechsel noch andere Produkte verwende. Aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn. Die Haare glänzen total schön. Sie riechen total gut und sie sind gepflegt. Auch vom Packaging her richtig, richtig schön. Was jetzt natürlich nicht ultra wichtig ist, aber wir Frauen, wir achten ja tatsächlich auch ein bisschen auf sowas. Und als nächstes habe ich ein Produkt von L'Occitane aufgebraucht. Auch hier das Packaging wieder wunderschön. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei Produkten für die Dusche oder für die Badewanne Glas nicht so sehr mein Favorit ist, denn ich habe immer ein bisschen Angst, dass es kaputt geht. Dass man es zum Beispiel aus Versehen fallen lässt und dann hat man die Glassplitter in der Dusche oder in der Badewanne, was natürlich nicht so sinnvoll wäre. Jedenfalls ist das ein Körperpeeling gewesen. Es hat auch richtig, richtig gut gerochen. Die Haut wurde gepflegt. Das habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Habe ich mich auch total drüber gefreut. Ich überlege tatsächlich, ob ich dieses Teil hier aufheben soll und ausspülen soll. Vielleicht kann man noch was damit anfangen. Jedenfalls werde ich mir das hier nicht mehr nachkaufen, denn ich habe für mich meine absolute Pflege, was Körperpeeling betrifft, gefunden. Ich bin da angekommen. Ich werde nichts anderes mehr kaufen. Und zwar habe ich euch das auch schon öfters gezeigt. Ich habe jetzt hier tatsächlich schon die neue Packung. Es ist von Dalton und zwar mein Meersalzpeeling. Ingwer-Meersalz-Peeling mit Ginger Sea Salt Body Scrub Spa Deluxe Produkt heißt es. War jetzt gerade kein Deutsch, aber so nennt sich das Ganze. Da ist tatsächlich auch noch was drin. Ich wollte es euch jetzt einfach mal hier in diesem Video zeigen, damit ihr wisst, dass ich jetzt als Körperpeeling eben dieses hier verwende. Es ist vom Preis her total in Ordnung. Ihr denkt, ihr wärt, nachdem ihr das verwendet habt, in einem Spa gewesen. Es ist einfach der absolute Luxus, wirklich. Dieses Produkt ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es euch gerne mal unten in der Infobox verlinken.
Kann ich echt nur empfehlen und ich bin total froh, dass ich jetzt hier schon mein Backup habe. Ansonsten habe ich jetzt hier noch eine Bodylotion aufgebraucht und zwar von M. A. Sam Aqua Intense Hyaluron Rich. Werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ja, also nicht, weil ich nicht zufrieden war, sondern weil ich ganz viele verschiedene andere Produkte jetzt noch aufbrauchen möchte. Ich hatte euch ja in meinem letzten Aufgebraucht-Video auch gesagt, dass ich jetzt dabei bin, alles platt zu machen und ja. So wie dieses Produkt hier zum Beispiel und auch dieses hier von Freiöl, eine Tagescreme. Das ist total witzig, weil ich die auch eine Zeit lang getestet habe, eben auch um euch dann darüber zu berichten, aber dann eine andere Tagescreme gefunden habe, die mir besser gefallen hat und es wäre dann zu schade gewesen, die einfach wegzuwerfen, sage ich jetzt mal so. Da war noch über die Hälfte drin und das habe ich dann eben auch als Körperlotion verwendet. Ja, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach viel zu schade. Richtig, richtig gut, pflegt intensiv, riecht gut, aber ja, fürs Gesicht habe ich dann eben einfach was anderes gefunden und fand es besser und deshalb habe ich das dann eben zweckentfremdet. Ja, so bin ich. Dann habe ich natürlich wieder mein Deo hier aufgebraucht. Das habe ich euch auch schon ganz oft in meinen DM-Hauls gezeigt. Ich verwende tatsächlich nur dieses hier von Rexona. Da gibt es auch verschiedene. Ich bevorzuge aber dieses hier, obwohl man denkt, dass es für Männer wäre, weil es blau ist. Aber ja, ich liebe das. Dieses pink-rosane, das kann ich überhaupt nicht leiden vom Geruch. Ansonsten habe ich jetzt mal das hier noch aufgehoben, weil ich in den Bädern diese Seifenspender immer auffülle mit diesem Produkt hier. Richtig, richtig toll von Balea. Cremeseife sensitiv, also da kann man nichts falsch machen, auch vom Preis her. Richtig, richtig gut. Und dann kommen wir zum Thema Masken. Ich bin tatsächlich ein kleines Maskenopfer. Jeder, der mir schon länger folgt, weiß das auch. Ich liebe es, mir Masken aufzutragen morgens, wenn ich meinen Haushalt schmeiße. Und unter anderem verwende ich auch sehr, sehr gerne diese hier von Garnier. Hydra Bomb Tuchmaske nennt die sich. Die kostet, ich meine, 2 Euro oder 2,45 bei DM. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall für den Preis ist die wirklich total in Ordnung. Ich habe allerdings meine liebsten Masken von Dalton. Die sind allerdings preislich jetzt nicht hier in der Drogerie, sondern etwas höher. Beziehungsweise wenn man sich dann ganz genau ausrechnet, kommt man eigentlich ja, fast gleich, aber es ist in der Anschaffung einfach ein anderer Preis. So, und die kaufe ich mir tatsächlich immer wieder gerne nach, auch wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, über Nacht, irgendwo anders, dann, ja, darf es die gerne mal sein. Und deshalb wollte ich sie euch sehr gerne mal zeigen. Ansonsten verwende ich ultra, ultra gerne Ampullen. Ja, ich habe eine Ampullenliebe entwickelt und deshalb hier auch die leere Verpackung. Die hatte ich tatsächlich in Italien mit dabei, allerdings war ich ja nur eine Woche dort und eine Ampulle reicht tatsächlich 2 bis 3 Mal. Also es ist total unterschiedlich, welche Ampulle es ist und ich habe fleißig gehortet für euch, damit ihr das mal seht. Ich habe tatsächlich auch meine liebsten Ampullen, aber ja, ich kann ja jetzt nicht von jeder Ampulle sagen, was sie mit meiner Haut macht. Das ist nämlich auch hauttyp abhängig. Da müsst ihr einfach mal schauen. Aber ich liebe zum Beispiel die Hyaluronic Urea Hydro Boost Ampulle von Dalton oder die mit Kaviar. Wartet, wo ist sie hin? Das ist die Sleeping Beauty. Ja, die mit Kaviar finde ich jetzt gerade nicht. Aber die ist auch mega, mega gut. Oder diese hier, die Q10 Cell Energy. Der absolute Wahnsinn. Hier Sleeping Beauty ist auch total gut, stressless, mega, mega gut. Also wie gesagt, ich bin da ja hin und weg und könnte da jetzt ein Video füllen, das 20 Minuten geht. Und ich spreche nur über Ampullen und das wollen wir ja nicht. Also ich liebe, liebe, liebe Ampullen und werde mir tatsächlich immer und immer wieder welche nachkaufen. Eben jetzt hier in dem Fall die von Dalton. Die kommen meiner Haut eben meinen Bedürfnissen, sagen wir es mal so, am besten nach. Deshalb heute in diesem Video. Punkt. Machen wir das jetzt mal ein bisschen kürzer. Ansonsten habe ich natürlich auch ein bisschen dekorative Kosmetik hier aufgebraucht, beziehungsweise ein paar Sachen aufgehoben. Aber zuerst wollte ich euch noch meine Nachtpflege zeigen von L'Oreal. Und zwar die Age Perfect Cell Renaissance. Ich habe gerade eine Wortfindungsstörung, sorry. Also, die hatte ich euch das letzte Mal auch schon gezeigt in meinem Aufgebraucht-Video. Mega, mega gut, ich liebe sie. Also für das Geld, ich glaube, sie kostet knapp 10 Euro.
eine absolut geniale Nachtpflege. Der absolute Wahnsinn. Aber ich habe im Moment noch eine andere, die ich aufbrauchen muss. Und deshalb werde ich mir die nicht nachkaufen. Aber sobald die andere leer ist, darf es die wieder sein. Hier auch wieder wunderschön mit diesem Glastiegel. So, und jetzt kommen wir zu der dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich zwei Concealer hier aufgebraucht. Einmal von L'Oreal Age Perfect und von Maybelline den Augenlöscher. Ich weiß gar nicht, warum der hier immer so gehypt wird. Also ich war damit jetzt nicht so ultra zufrieden. Ich habe ihn jetzt aufgebraucht, aber ich werde auf jeden Fall zu diesem hier zurückkehren, weil der einfach vom Applikator viel besser ist und von der Konsistenz. Also hier hat mich das Schwämmchen total genervt und irgendwie hatte ich scheinbar auch ein Montagsprodukt. Ich konnte es nicht hochdrehen. Egal, auf jeden Fall wird es definitiv wieder dieser Concealer werden. Nagellack habe ich übrigens auch aufgebraucht, sehe ich gerade. Sorry, ich war eigentlich bei dekorativer Kosmetik. Ich habe hier gerade wieder voll den Plan, nämlich gar nicht. Nagellack, und zwar die 201 von L'Oreal. Der fragt mich ja auch immer, ne, welchen Nagellack ich verwende. Ich stehe im Moment total auf Nude-Töne, also eher die schlichten. Finde ich sehr elegant und edel und außerdem merkt man nicht, wenn der Nagellack am Absplittern ist, merkst du halt total bei farbigem Nagellack. Und ich habe ja relativ wenig Zeit und dann würde mich das aber total nerven, wenn die dann so abgekrabbelt aussehen. Also wenn man das evident sieht. Und das siehst du bei so einem hellen nicht ganz so gut. Und deshalb darf es immer so helle Farben sein. So, jetzt kommen wir aber wirklich zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich aufgebraucht 3 verschiedene Eyeliner. Wobei ich sagen muss, dass ich die jetzt nicht so wirklich miteinander vergleichen kann. Ich trage mir ja sehr gerne einen Lidstrich auf. Den hier fand ich besonders gut von Essence Long Lasting Eye Pencil, weil er sehr, sehr dünn ist. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den hatte ich jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile hier bei mir. Habe ihn jetzt aufgebraucht. Den von L'Oreal, den Superliner, den fand ich auch gut. Aber die Spitze, die ist mir tatsächlich ein bisschen sie ist nicht so schön fest, ne? Die ist so weich und dann habe ich echt Schwierigkeiten, einen schönen, geraden Eyeliner-Strich zu ziehen. Und dann habe ich jetzt hier noch aufgebraucht den von Astor. Weiß ich gar nicht, ob ihr den noch irgendwo findet. Auf jeden Fall hatte ich den noch von einem Event. Den fand ich auch richtig gut. Da fand ich die Spitze jetzt tatsächlich um einiges besser als der von L'Oreal. Ich habe jetzt im Moment noch einen anderen von L'Oreal. Da ist die Spitze tatsächlich etwas dicker und auch fester. Und damit komme ich einfach besser zurecht. Und dann habe ich noch diesen hier aufgebraucht von Né Cosmetic. Also Né Make-up. Und den fand ich richtig genial. Allerdings kann man den jetzt überhaupt gar nicht mit diesem hier vergleichen. Also der ist richtig schön fest, aber nicht zu fest. Kennt ihr das, wenn ihr einen Eyeliner habt, der eine richtig harte, feste Spitze hat, bei dem das schon richtig wehtut? Und der ist cremig, verschmiert aber nicht und man kann es richtig gut auftragen. Ihr habt hier hinten dann auch noch so ein Teil, das habe ich allerdings nie verwendet, und hier noch so ein kleines Bürstchen. Und ja, der ist jetzt leider dem Ende nahe, sagen wir es mal so, den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Und von diesen Produkten hier, also so in dieser Art von Produkt, sage ich jetzt mal, habe ich noch welche, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Und deshalb werde ich mir jetzt keinen mehr von diesen nachkaufen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein Produkt von Benefit aufgebraucht. Das fand ich auch mega, mega gut. Und zwar ist das ein Produkt für die Lippen. Der nennt sich Poesie Balm. Und das war so ein richtig schönes, pflegendes Gefühl auf den Lippen. Rosa. Ich habe den tatsächlich auch ausgestochert. Kann man das so sagen? Ich bin da nochmal mit einem Pinsel rein und habe versucht, alles noch rauszubekommen, denn die sind ja in der Anschaffung leider nicht so günstig. Und ich habe tatsächlich noch so viele andere Lippenprodukte, die ich jetzt erstmal aufbrauchen möchte. Aber ich werde den im Hinterkopf behalten, denn mit dem war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, meine Lieben, und das war es jetzt soweit. Ich habe tatsächlich noch mehr Kosmetik bzw. Beauty-Produkte, Pflegeprodukte und dekorative Kosmetik aufgebraucht. Ich würde sagen, das zeige ich euch dann sehr, sehr gerne im nächsten Video. Der Liam, der wird nämlich jetzt langsam wach und deshalb kümmere ich mich jetzt um meinen kleinen Schatz. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Schaut gerne unten in die Infobox. Ich versuche euch alle Produkte zu verlinken, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste, einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!